Ah ja, genau. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Gespräch hier bei mir auf der Seite. Und ich habe heute wieder eine ganz, ganz spannende, wundervolle Frau eingeladen. Und wir haben uns schon im Vorgespräch haben wir gemerkt, wow, okay, irgendwie schwingen wir sehr, sehr ähnlich und wir brauchen gar nicht so viel Vorbereitungszeit, weil es fließt gleich von Anfang an. Ich darf heute die wunderbare Susanne Krämer vorstellen. Eine Herzensfrau, eine Frau, die ich schon lange auf Facebook beobachte und habe riesengroße Freude, dass du heute da bist, liebe Susanne. Ja. Dankeschön, ja, ich freue mich auch sehr. Herzlichen Susanne, Dank für die Einladung. Ja, sehr, sehr gerne, sehr gerne. Du Liebe, du bist ja ursprünglich, du wohnst ja heute in Kärnten, auf einem Berghof, gell? Im Mölltal, ganz oben, ja. Ja, im Mölltal. Aber ursprünglich bist du ganz woanders her, magst du mal erzählen? Ich bin in Mecklenburg-Vorpommern aufgewachsen. Das ist so ein paar Kilometer vom Meer entfernt an einem See. Also eine wunderschöne Gegend, ganz anders als hier. Ja. Ja, aber wunderschön auch. Ja, ja, voll fein. Und erzähl mal so ein bisschen so deinen beruflichen Werdegang. Naja, ich war mit 12 schon ziemlich berufen, ob ich wollte oder nicht, und habe mich relativ gefürchtet davor. Ich habe immer sehr Leute durchschauen können, schon als Kind, und zum Beispiel so eine Situation gehabt, da war ich halt einfach einmal 2 Wochen verschwunden, zum Entsetzen meiner Eltern. Die armen Eltern, tat mir heute noch leid. Ich war halt eigentlich immer im Wald und habe mich da wohler gefühlt als unter Menschen, ganz oft. Also ich mag schon auch Menschen, so ist es nicht, aber ich brauche viel Zeit allein in der Natur, ganz viel. Und das war schon als Kind so. Dann habe ich irgendwann, auch gerade ja, so Anfang 20 bin ich nach Hamburg gekommen. Davor war es eigentlich alles relativ tabuisiert. Also in Ostdeutschland habe ich mehrere Aufenthalte in Krankenhäusern hinter mir gehabt, da meine Eltern das alles sehr suspekt fanden und auch die Umwelt das nicht so toll fand, wie ich drauf war. Und ich hatte dann Glück, mit 15 hatte ich eine russische Ärztin aus Sibirien, weil in Ostdeutschland waren ja eine russische Besatzungszone und wir hatten eine russische Ärztin, die mir dann gesagt hat, was mit mir los ist. Und die hat dann gesagt, ja, Schamane, also ich wäre berufen. Und ich habe damals gedacht, ja, die spinnt genau wie ich. Irgendwie habe ich das überhaupt nicht wahr, ja, es war einfach nur blöd, irgendwie habe ich gedacht, was will die von mir, ja. Ja. Und dann habe ich das im Prinzip abgehakt. Und dann so mit Mitte 20 war ich das erste Mal im Dschungel in Costa Rica und traf dort einen Medizinmann, der mir das dann auch nochmal sagt. Und dann habe ich dem auch nochmal gesagt, naja, passt schon. Ich will das eh nicht hören. Und irgendwann habe ich dann doch zugehört. Ich habe dann mit Mitte 20 auch die Heilpraktika-Ausbildung angefangen, wo ich dann mich schon angenähert hatte ein wenig an das Thema. Und neben der Krankenschwesterausbildung eben den Heilpraktiker gemacht. Und danach war ich dann wirklich 2 Jahre mal im südamerikanischen Dschungel und habe dann so die ersten Erfahrungen gemacht. Da war ich dann so Ende 20 nachher. Und ja, dann habe ich hier in Deutschland, also hier, dann habe ich in Deutschland die Nana Nauwald kennengelernt. Bei der habe ich so die ersten Erfahrungen mit der Trance gemacht. Das war auch ganz schön. Ich habe einige auch so Bücher eine von ihr. Ich auch. Genau, und Bilder und so. Ich fand die Kunst auch toll von ihr. Und dort habe ich so die ersten Erfahrungen in einem Kreis von Leuten gemacht, die Trance geübt haben. Und dann kamen natürlich die Spirits mit Autobahn. Wie so die ersten Erfahrungen gemacht und dann kamen sie wirklich ohne dass ich was beeinflussen konnte. Erst einmal. Und ich habe erst mal gar nicht gewusst, wohin mit dieser ganzen Kraft. Und was passiert, wenn man mit der Kraft nicht sofort umgehen kann? Die richtet sich dann oft gegen einen erstmal. Das heißt, ich war so in der Selbstzerstörung und nicht mögen, nicht annehmen meiner selbst erstmal. Genau. Ja. Ja, das für manche klingt das so spannend und so wunderbar, nicht so Schamanin oder Heilerin oder Priesterin oder was auch immer, aber dass das ja ein Weg ist. Das ist ja nicht einfach ein Mantel, den man sich einfach heute mal umhängt, weil man das jetzt irgendwie gerade schick findet. Nee, gar nicht. Oder einfach ein Etikett hat von
dadurch bist du anerkannt oder sonst irgendwie, oder dadurch bist du irgendwie ein besonderer Mensch, ein sehr gemochter Mensch oder so. Nein, das ist ein Entwicklungsweg und viele sagen zu mir, ich bin eine Partei darin, ich würde mich als solche nicht bezeichnen, ich würde mich überhaupt, also ich distanziere mich immer mehr. Umso mehr ich irgendwie Ausbildungen mache und mich vertiefe und vertiefe, weil ich bin einfach Schülerin des Lebens, so bezeichne ich mich selbst gerne. Und umso weniger möchte ich eigentlich irgendein Etikett tragen. Ja. Und wenn dann manche zu mir kommen und sagen, ja, aber was kannst du mir dann mit diesem Thema anbieten? Ja. Dann sage ich immer, das kann ich dir gar nicht sagen, nicht? Also ich habe zwar eine ganze Produktpalette an Möglichkeiten, aber es ist dann an dem Tag, werden wir einfach deinen Geist oder deinen Körper oder deine Seele fragen, was du heute brauchst. Ja? Ja. Und mal ist es das Gespräch, ja, weil vielleicht eh schon so viel aufgestaut ist und Tränen kullern oder sonst irgendwas. Und mal ist es, da will man überhaupt kein Wort mehr sprechen, und weil eh schon so viel gesagt worden ist. Und da möchte man sich einfach vielleicht auf eine Shiatsu-Matte legen oder auf einen Massagetisch und dann einfach auf der körperlichen Ebene begleitet werden. Ja, ja. Das ist ganz normal. Also es gibt ja auch durchaus viele Formen von Schamanismus. Ich sage auch immer, dass die meisten ja nicht die ganze Palette anbieten. Ja. Der eine macht vielleicht Besprechen, Bebeten, der nächste macht nur Rituale oder Zeremonien, was auch total toll ist. Es gibt es auch in anderen Kulturen, dass ein Schamane nicht alles macht. Ja, es gibt nur wenige, die dann wirklich die komplette Palette machen können. Ja. Darf ich da mal fragen? Weitergeben? Ja. Darf ich da mal fragen, weil ich habe das auf deiner Homepage auch so gesehen, und wie kam es zu dir, der Begriff Alpenschamanin? Naja, das haben die Leute im Buchverlag und im Ort hier gesagt. Ja, also ich habe mich eigentlich als Bergzwergin bezeichnet. Ja, weil ich habe dann immer gesagt, ich bin die größte Zwergin der Welt mit 1,85 Meter. Echt? Weil du bist 1,85 Meter groß? Ja, genau. Und dann hier in Kärnten sind die Leute ja nicht groß, und ja, und dann habe ich dann ganz bewusst gesagt, ich bin halt die Bergzwerge, die sind größer. Ja, und dann haben sie, das kam eigentlich hier aus dem Dorf, so aus der Gegend. Da haben dann die Leute das gesagt, und der Verlag hat es halt aufgegriffen. Mhm. Ja, und das ist jetzt so, naja, so wie so ein Markenzeichen, aber ich finde es irgendwie auch ein bisschen grenzwertig teilweise. Also ich bin einfach Susanne, Punkt. Ja, ich sehe es, wow, sehr schön. Bei mir ist genauso, ich bin Bettina, und wenn du reicht. Das Gefühl hast, zu mir kommen zu wollen, dann... Ja, es braucht nicht mehr. Mehr braucht es nicht. Ja, ich hab ein bisschen auch natürlich mitbekommen, wenn man dich im Internet sucht und so, dann erfährt man so ein bisschen was zu deiner Geschichte. Und viele meiner Damen und Herren, die mich begleiten, schon viele Jahre jetzt, die wissen ja, dass ich selber vor über 16 Jahren Brustkrebs hatte. Und jetzt habe ich gehört, dass du das ja auch hattest und hast aber einen ganz anderen Weg der Heilung für dich gefunden. Ja, für mich war das persönlich nicht möglich mit der, also ich habe ein Krankenhaustrauma, ich habe da drin gearbeitet zu lang. Und hatte da nicht so wirklich das Vertrauen, weil ich nicht Lust hatte, Angst zu bekommen. Mhm. Ich hatte überhaupt keine Angst. Und ich habe genau gewusst, dass das mich jetzt auf meinen Weg bringt. Und bin dann ganz konsequent diesen Weg auch gegangen. Bin in der Dieta gewesen in Peru. Habe also die schamanische Pflanzendiät gemacht. Wie bist du dazu gekommen? Oh, das war Zufall. Ich war hier, ich habe hier den Don Pedro mal kennengelernt, der war in Berchtesgadener Land früher ab und zu. Und eine Freundin von mir hat gesagt, das war so ein lustiger Tag, wie man das so ist mit den Zufällen. Sie hat mir gesagt, du, ich habe da eine Telefonnummer für dich, da musst du unbedingt mal anrufen, das wäre was für dich. Weil ich hatte zu der Zeit gerade, da war ich eben auch schon krank, aber das habe ich noch nicht gewusst. Und der hat es dann aber gesehen und hat gesagt, ich sollte mich mal untersuchen lassen. Ja. Der hat mir dann gesagt, hey, irgendwas passt da nicht, du hast da einen Knoten in der Brust. Also der konnte das sehen und hat dann gesagt, hey, lass dich doch mal untersuchen. Und das habe ich dann gemacht. Das war eigentlich sehr gut, dass ich den kennengelernt habe damals, und habe ihn dann besucht direkt in Peru und habe dort jahrelang eigentlich ihn besucht immer wieder. Und ja, viel über Pflanzen gelernt und über mich selbst.
Ja, damit war eigentlich der Weg so richtig klar für mich. Also die Entscheidung war so klar, dass es nicht mehr anders ging. Und ich konnte nicht mehr außer. Das war eben genau der Punkt. Ich konnte nicht zurück. Es war einfach eine Schwelle, die überschritten war und danach ging es nicht zurück. So. Und da musste ich gehen, ob ich wollte oder nicht. Ja, Ja, es finde ich war dann gut. auch okay. Es war dann echt okay, wie ich dann wusste, es ist so. Habe ich mich dann abgefunden, dass ich kein normales Leben in Anführungsstrichen führen kann mit dem normalen Beruf. Ich hatte damals noch eine Firma. Ja, und das ging einfach nicht mehr. Ja. Und das war dann einfach, für mich war das der Lebensabschnitt durch, der Partner war auch durch zu der Zeit. Mit dem hatte ich auch einen Sohn und das war dann einfach alles abgeschlossen, plötzlich. Ich kam aus Peru zurück nach der ersten Diät da. 6 Wochen später bin ich bei meinem Mann ausgezogen, bin aus dem Ort weggezogen, mitsamt Kindern in einem Bus nach Berlin erst einmal und dann nach Mecklenburg zurück erstmal. Also so zack, zack, zack. Das war dann alles so klar. Dann war der Weg einfach da. Da habe ich ihn auch gesehen. Ja, es ist spannend, gell, wenn so Lebenskrisen in unser Leben kommen, Ja. dass das ja absolut nichts mit Schuld oder dass wir irgendetwas Falsches getan hätten oder sonst irgendetwas. Nee, das sowieso nicht. Das kommt ja auch aus der christlichen Ja, Mythologie. voll. Also bei, warte mal, ich muss das Ding mal hier ausmachen. Warte mal, das stört. So. Warte. So, ich muss das kurz ausmachen, weil ich habe hier sonst die ganze Zeit Ping, Ping. So, jetzt ist weg. Ja, diese Schuld- und Sünde-Geschichte ist ja eh schon eigentlich lang durch. Eigentlich gibt es die ja gar nicht in echt. Die ist für mich sowas von aufgesetzt und unecht. Und von daher habe ich sie dann zu dem Zeitpunkt einfach ganz abgelegt. Das habe ich dann zur Seite getan, weil das tut mir einfach nicht gut. Ja. Wozu? Ich habe Verantwortung und das für mein Leben erst einmal. Das war das Wichtigste. Ich habe die Verantwortung für mein eigenes Leben genommen und die aber ganz und gar. Ich glaube, das ist schon mal ein guter Schritt gewesen. Würdest du sagen, dass die Botschaft deines Brustkrebs war, komm in deine Verantwortung, In deine Kraft. komm in dein Leben, in deine Kraft wieder? Ja, komm in deine Kraft auf jeden Fall. Und grenz dich von dem ab, was dir nicht gut tut. Das war auch ein ganz wichtiger Lernprozess, der hat natürlich noch gedauert, aber es war der erste Schritt. Ja. So, und auch zu sagen, Menschen, die nicht gut für mich sind, brauchen nicht in meinem Leben sein, zum Beispiel. Und ganz klar auch auszusortieren, immer wieder. Und zu schauen, mit wem fühle ich mich gut, mit wem ist es in Ordnung. Wer ist grenzüberschreitend, wer tut mir nicht gut? Und da auch immer wieder ganz klar jeden Tag zu gucken. Ja. Und auch zu sagen, heute du nicht, aber du bist okay. Aber einfach nur für mich selbst. Also nicht du bist blöd oder so, sondern einfach für mich passt es heute mit Mit dir und dir? mit dir nicht. Ja, voll. Ja, Ja. und das ist so gut und so gesund auch für uns beide. Wie oft höre ich in meinen Frauenkreisen, dass mir manche erzählen, du, ich habe schon eine Freundin seit 10 Jahren, aber eigentlich haben wir uns gar nichts mehr zu sagen, ja, und all das, wofür ich mich interessiere und womit ich mich beschäftige, Spiritualität, Rituale und, mit dem kann sie überhaupt nichts anfangen, nicht? Und ich frage dann immer, was hält dich dann noch? Ja, Ja, genau. die Ja, oft Wunde. das Leid. Man hängt oft im Leid fest. Ja, voll. Und bevor der Druck nicht zu groß ist, hängt man dann lieber in dieser Blase. Ja. Das ist so meine Erfahrung mit Klienten auch. Und dass ich wirklich sehe, dass Leute oft in so einer Komfortblase hängen, dass es Ja. finanziell dann ganz gut ist und ein schönes Haus und ein schönes Auto. Und Ja. das Leid ist einfach nicht groß genug, dass man das verlässt. Und dann bleibt man in dieser Blase hängen. Das ist eigentlich die gefährlichste Krankheit, diese Bequemlichkeitsblase, finde ich. Voll. Die ist gefährlicher als mancher Brustkrebs. Ja, absolut, Ja. ja. Also ich erinnere mich noch, ich hatte ja auch ein Glück, mein Chirurg ist ja ein sehr spiritueller Chirurg, Okay. der natürlich aufgrund seiner eigenen Geschichte zu dem halt geworden ist, wie er es halt heute praktiziert. Und er war ja viele Jahre lang der Leiter der Chirurgie im AKH, also das größte Spital in Österreich. Toll. Und, ja, absolut. Und ich kann mich ja noch gut erinnern, also er hat angefangen. Wir haben am Anfang uns nicht sehr gemocht, sage ich jetzt mal so. Also ich kam halt zu spät, da war er krank, nicht auf mich. Dann hat er mir gesagt, ich habe Brustkrebs und ich habe dann gesagt, okay, dann gehe ich jetzt. Und dann hat er mir nur nachgeschrieben, ich soll mich nicht so aufführen wie ein kleines Kind und jetzt da bleiben und einen Termin ausmachen. Und ich habe gesagt, nein, ich gehe jetzt.
Klingt nach einer Love Story. Ja, es ist irgendwie schon eine Love Story geworden. Und es ist auch immer wieder spannend, weil ich viele Frauen natürlich auch begleiten heute darf und die mich halt irgendwie als spirituelle Begleiterin sehen. Und ich erzähle dann immer davon und sage, wisst ihr, es ist nicht so, dass der Lehrer oder die Lehrerin ihre Schüler sucht. Es ist umgekehrt. Der Schüler oder die Schülerin sucht sich seinen Meister oder seine Meisterin. Oder wie du es auch immer bezeichnen möchtest. Und ich habe mir den Professor Jacques als meinen spirituellen Lehrer ausgesucht. Er hat mir damals, weiß ich noch ganz genau, dass er gesagt hat, wie wir angefangen haben, so über spirituelle Themen zu sprechen. Und er gemerkt hat, das fruchtet. Die ist offen, auch wenn sie noch keine Ahnung hat, wovon wir reden. Aber die ist tendenziell offen. Und dann hat er gesagt, schau, wenn du dich dafür interessierst, ich kann dir ein, zwei Heiler nennen und du kontaktierst die und die sind deine Lehrer. Und ich habe dann gesagt, ja, ich überlege mir das. Und beim nächsten Besuch in der Ordi habe ich dann zu ihm gesagt, also ich habe mich jetzt entschieden und ich möchte gern von dir unterwiesen werden. Ich möchte gerne quasi in die Lehre bei dir gehen. Und ich kann nur sagen, also das war jetzt nicht so, wie es im Umgang, sage ich jetzt mal, ich mit den Frauen, die zu mir kommen, ja, ich bin sehr liebevoll, respektvoll, achtsam und, vielleicht manchmal auch ein bisschen zu viel im Yin. Und der liebe Professor ist sehr im Yang. Das schadet gar nicht. Und der hat mir also manchmal wirklich die Wadelnviere gerissen und bist du gescheit und den Spiegel vor die Birne hingehalten und verletzt und ich weiß nicht was alles und ich bin wieder in die Ordination und habe gesagt, wieso hast du das getan? Wie so ein kleines Kind, weißt du, so. Ja, der hat dich in die Selbstverantwortung geschickt. Dieses. Und das war... Ich habe sowas als Ehemann. Der hat mich auch nochmal einen ganz großen Schritt weitergebracht. Also ich kenne solche Männer. Steinbock, wow. Ja, seine Tochter habe ich. Ja. Das ist toll, das ist echt toll, weil die bringen einen in die Struktur und in die Ausrichtung. Oh, absolut. Und also ich möchte, das ist mir auch so wichtig, einfach zu sagen, ja, dass beide Kräfte wichtig sind. Das ist das Achtsame, das Liebevolle, das Respektvolle, alles. Ja, es ist ganz, ganz wichtig in der Begleitung. Aber hin und wieder mal ein bisschen ein Arschtritt und ein bisschen mal wieder den Spiegel vor die Nase hinhalten. Und das ist wichtig, auch dann, wenn es weh tut und wo man sagt, jetzt will ich aber gar nicht mehr, weil das... Aber das bringt aus der Komfortzone raus. Ne? Das hilft dann wirklich zum Wachstum. Genau, absolut. Ja. Absolut. Ich sage immer, wenn die Angst dann durch ist, dann kann man weiter wachsen. Ja. Meistens fürchtet man sich ja nur vor so klaren Ansagen. Ich sage jetzt mal ganz deutlich klare Ansagen. Es muss gar nicht unbedingt bös gemeint sein, sondern eigentlich in Liebe, Klarheit tut natürlich auch manchmal weh. Das ist ja ganz normal. Also ich bin auch eher normalerweise die Kriegerin. Ich kann aber auch das Yin, also ich bin mehr im Yang, glaube ich, inzwischen. Aber ich kann auch das Yin ganz gut leben. Ich kann beides. Das war für mich der Lernprozess aus dieser männlichen Frauenkraft, der Kriegerin, die wirklich sehr stark ist in mir und die auch immer wieder ihren Ausdruck braucht, auch in das liebevolle Sanfte zu gehen. Das haben mich natürlich dann die Kinder gelehrt. Ne? Das ist klar. Also durchs Kinder bekommen und Kinder aufziehen. Wobei ich habe nur Buben, das ist dann nachher wieder schon zum Krieger ausgeartet, nachher, wenn sie größer waren. Aber es ist tatsächlich so, dass ich das, für mich war es gerade umgekehrt, ich habe erst einmal das Harte gehabt. Ich war die Erste, ich sollte Thoralf heißen, ja. Ich sollte eigentlich Thoralf heißen, ja. Thoralf? Ja. Und ich war eigentlich als Bub gewünscht, ja. Und ich war dann am Dirndl und dann, ja, ziemlich groß und ziemlich burschikos und ich habe einfach mich überall durchgebuchst. Und das Sanfte kam erst viel später. Aber ich hätte das auch sonst gar nicht geschafft, wahrscheinlich. Das kriegt man ja immer so, wie man es braucht. Und ich habe einfach das aktiviert, glaube ich, damit ich überhaupt durchkomme erstmal. Ja. Und eins darf man natürlich auch nicht vergessen, dass wir beide in etwas, glaube ich, also ich weiß jetzt nicht, wie alt du bist, aber ich bin 50 und ich bin 53. Ja, wir sind da sehr ähnlich, ja. Und wir sind da schon in eine Zeit auch hineingeboren worden, wo es ganz wichtig war, ja, dass die erwachte Frau, also in einer anderen Qualität zu heute, aber damals nicht so 80er Jahre, Schulterpolster, blauer Lidschatten, ja, also Dauerwelle, ich weiß nicht was, ja. Also die Frau musste sich einfach groß machen in jeder Art und Weise, um einfach auch
aus diesem Kleingemachten, Kleingehaltenen endlich herauskommt. Und in der Zeit sind wir groß geworden, nicht? Also dass das ich glaube, so in den 80er Jahren war ich noch in Ostdeutschland, da gab es das gar nicht. Da war ich Maurer, habe ich Maurer gelernt. Ja, siehst du? Ja. Also auch und sehr dann in Hamburg, wie ich dann nach Hamburg kam, da war ich Anfang 20 und da fand ich diese 80er Jahre so scheußlich. Ja, furchtbar. Und, auch die Mode und so weiter, das fand ich so furchtbar. Das hat so unvorteilhaft immer ausgeschaut, fand ich. Das ist fürchterlich gewesen. Und ich hatte eh schon so breite Schultern, ja. Ich habe mit dem Zweihänder, ich meine, ich habe mit dem Zweihänder gekämpft, ja, überleg mal. Ja. Also so in der absoluten Walkürenkraft, ja. Ja. Und ich habe mir dann die Gruftis gepackt, ja. Ich bin dann in die Gruftis-Szene gegangen. Mit Korsett und Spitzenhandschüchen. Oh, herrlich. Es war auch eine lustige Zeit, ja. Herrlich. Ja, bei mir war es genau geschminkt mit schwarzen Lippen. Ja, voll. Voll. Und ich war genau die andere Gruppe. Ich war in Tanzschule und Naja, das ist so eine noble Tanzschule im ersten Bezirk bei uns in Wien drinnen in der Stadt. Und ich habe immer gemerkt, irgendwie so mit Handschuhen tanzen die Männer und so. Also irgendwie ist das eine ganz seltsame Welt da drinnen. Ja, wirklich schräg, ja. Ja, genau. Ja. Mhm. Lass uns wieder so ein bisschen zu unserer Arbeit zurückkehren. Ja, so was ein Schwerpunkt in meiner Arbeit ist, ist ja so die Frage nach, woher kommen denn die Krankheiten, ob jetzt körperlich oder seelisch? Aus deiner Sicht, aus deinem Erfahrungsfeld, was würdest du denn den Damen und Herren, die uns da heute zuhören? Also ich habe so für meine Klienten was ganz Interessantes entwickelt. Das ist ein Neun-Welten-Orakel. Und das sind aus meiner Sicht die neuen Welten des Bewusstseins, auch des Körpers. Also alle möglichen Facetten des Menschen in die Götterwelt übertragen, aber es letzten Endes ja auch in uns. Mhm. Und dort hat man so die Mitte, das ist der Mensch. Und außenrum so die Elemente und oben die göttliche Welt, unten die Unterwelt. Und da kann man dann sehen, als Klient selber ziehen und schauen. Ich habe so eigene Symbole entwickelt, wo die Krankheiten herkommen. Mhm. Und da legen die sich meistens das genau richtig natürlich. Ob es jetzt beispielsweise aus der Ahnenlinie kommt, also Erbgeschichten oder rein körperliche Unfällegeschichten, wobei die natürlich auf allen Ebenen auch Ursachen haben können. Ich denke nicht, dass es so nur eine Ebene gibt, wo eine Krankheit herkommt, sondern das verdichtet sich oft aus verschiedenen Aspekten. Ja. Und ich denke, dass die seelische Ebene ein Aspekt ist, der oft vernachlässigt wurde. Jetzt wird es teilweise überbewertet. Hm. Ich sehe durchaus auch die ganz pragmatischen Dinge, die Dusseligkeit, dass man mal stolpert und auf die Fresse fliegt, Entschuldigung. Und was weiß ich, dass man sich die falschen Freunde und Partner sucht und dort auf der psychischen Ebene stolpert. Das kann man in jedem Bereich finden, die Ursache. Ist immer die Frage, welche dominant ist. Aber ich kann prinzipiell bei jeder Krankheit über jede Ebene rein. Ja. Das heißt, ich kann sowohl über die körperliche als auch über die seelische, geistige, psychische hineingehen und über alle Ebenen wirken. Das kann eigentlich jeder Heiler machen. Und jeder hat aber verschiedene Ansätze natürlich. Ja. Ich denke, da wird auch jeder seinen Menschen finden, der dann den richtigen Ansatz für ihn passend hat. So. Ja, da habe ich auch die nächste Frage, weil, so wie du sagst, es hat jeder seinen eigenen Ansatz und Herangehensweise. Und ich weiß ja, im Schamanismus gibt es einfach auch Schamanen, die wirklich Krankheiten aus dem Körper, aus dem feinstofflichen oder grobstofflichen Körper rausziehen. Das ist etwas, was ich nicht tue. Ich habe ja als, wenn ich mich jetzt so bezeichnen würde, als Heilerin, jetzt eher meine Aufgabe darin, die Selbstheilungskräfte entweder durch meine Körperarbeit zu unterstützen, ob das jetzt durch Akupressur, durch Shiatsu, durch whatever oder Kranio und dergleichen. Oder aber auch einfach über Meditation, Imaginationsreisen und dergleichen schamanische Reisen. Ja? Also mir geht es ganz viel um dieses, erinnere dich, dass du die Selbstheilungskräfte in dir hast. Nicht? Ja, das macht der Schamanismus aber auch. Ja, voll. Und jetzt gibt es aber einfach auch viele, viele Klienten, die mit diesem Ansatz eher sich sehr schwer tun, wo ich jetzt eher zu Hause bin. Und die brauchen dann wirklich eher jemanden, der
möglicherweise, vielleicht machst du das, da wirklich die Krankheit, die Energie richtig rauszieht. Bist du so Ja, eine ja. Schamanin? Also es kommt darauf an. Ne? Es gibt Sachen wie zum Beispiel, wenn Kinder einen Hirntumor haben, die gehen selbstverständlich zum Arzt, aber die Ursache ist nicht beseitigt. Das heißt, da kommt wieder, es gibt ein Rezidiv. Ja. Und ich arbeite grundsätzlich an den Ursachen. Ja, am Ursprung. Und der Ursprung ist unterschiedlich. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe bei jemandem, das kommt aus der Vaterlinie und der Sohn hat es praktisch vom Vater übernommen. Und der Vater, im Schamanismus gibt es ja die Geister. Und die Geister verkörpern bestimmte Krankheiten auch. Mhm. Es gibt nicht nur Krankheitsgeister, es gibt alle möglichen, aber eben diese, da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen. Die werden auf der einen Ebene werden sie befriedet. Also sie bekommen Nahrung, damit sie sich wandeln können. Letzten Endes wandle ich dann die Energie dieser Erkrankung in heilsame Energie. Mhm. Aber wenn ich es ganz genau sehe, mache ich es noch nicht einmal selbst. Also ich lasse arbeiten. Also Du hast deine Geisthelfer. Ich habe nicht nur einen, ich habe eine Armee von Geisthelfern. Das heißt, ist Tatsache. Ja, ich weiß. Mit denen verbinde ich mich regelmäßig. Das heißt, ich pflege meine Freundschaft zu ihnen. Sage ich immer. Ich pflege die Verbindung, schaue auch, dass ich gut geschützt bin außenrum. Ich habe so nach oben und unten habe ich eine gute Verbindung und in der Mitte rundum, in der Menschenwelt, bin ich gut geschützt. Das ist so mein Ansatz. Ja, so versuche ich auch, dass die Klienten drauf schauen, dass sie um sich herum wirklich ein heilsames Umfeld finden und nach oben und unten angebunden sind, dass die Energien fließen können. So, also rein körperlich gesehen kann man das auch auf den Körper übertragen. Und genau so arbeite ich in der Geistwelt. Das heißt, die Energien werden durchgeleitet, durch mich hindurch. Ich rufe eine bestimmte Kraft. Ich schaue vorher, klar, wenn jemand keinen Bock hat, darüber zu reden, geht das genauso gut. Ja. Ja, das heißt, ich schaue vorher mit dem zusammen, aus welchem Bereich kommt das. Dann schaue ich, dass ich die Kraft aus dem Bereich rufe. Also sozusagen Bürokraft XY, bitte zum Diktat. So, dann. Ich versuche es mal so darzustellen. Das ist ja, voll schönes Bild. Es kommt einfach besser. Ja. Dann kommt Bürokraft XY mit dem Schwert, ja, und sagt dann, okay, ich gehe da mal rein und guck mal. Und dann entweder macht die wirklich den chirurgischen Schnitt da drin und tut das raus. Oder sie sagt, nee, also das ist jetzt nicht meine Aufgabe, das ist die für den Abteilungsleiter. Ja. Und der kommt dann und sagt, okay, ich gehe mal und mache mit dem Freundschaft. Ja. Also ich gehe mit dem Freundschaft schließen und dann wirkt der stattdessen, also der Mensch kann dann diese Kraft, statt dass er sich krank macht, nutzen. Das geht auch. Ja. Das ist unterschiedlich, je nachdem, welche Art es ist. Ja. Ich versuche es einfach zu übersetzen in unsere Sprache. Ja. Weil wenn ich Geistersprache rede, versteht mich Kasau. Ja, dann denken alle, die ist total gaga oder kugelig. Und, ja, ich verstehe das. Also ich probiere es so zu strukturieren, dass ich tatsächlich dann den entsprechenden Spirit rufe. Der geht dann durch mich durch in den Klienten und arbeitet. Manchmal lasse ich ihn einfach wirken und manchmal sage ich ihm aber ganz genau, ich will aber, dass du das und das machst, weil für das ist er bereit. So. Und so arbeite ich halt. Und hinterher wird er zurückgerufen, bedankt, fertig. So. Ja, und das ist halt relativ pragmatisch bei mir. Also ich kann das auch mit dem Chirurgen diskutieren, ja, das geht super. Weil der versteht das auch, weil ich diese Sprache versuche zu übersetzen. Ja. Ja. Und so versuche ich es auch den Klienten immer zu erklären, wenn die zu mir kommen, sie haben ein bestimmtes Problem, dann sage ich, okay, wir schauen das jetzt mal von einer anderen Ebene an. Und dann siehst du das schon viel anders. Oft ist es so, wenn du es dann von der anderen Ebene schaust, dann wirkt es eigentlich eher lustig. Das ist so. Wenn man sich selber aus der Distanz anschaut, kann man im Prinzip nur lachen oft. Ja. Voll. Und es ist dann nicht mehr so ernst und so tragisch und macht keine Angst mehr. Und dann kann man es. Manchmal kann man auch weinen, das ist auch gut. Oder ärgerlich sein, das ist auch gut. Aber jede Art von Emotion transformiert einfach diese Krankheit. Ja, voll. Das erlebe ich auch. Ja? Ja. Und mein Ansatz ist eben der, dass ich dann die Spirits rufe, die das machen, die den Menschen in eine tiefen Entspannung versetzen auch. Und dann an ihm wirken. Oft hat der dann selbst auch ein Erleben dabei. Der geht oft mit ein Stück in die Trance rein und schaut entweder sich selber zu oder hat andere Bilder. Und dafür braucht er auch nichts einnehmen. Das ist nur durch die Trance, durch die Trommelinduktion. Und dort wirken dann die Spirits mit ihm. Manchmal nimmt er sie sogar wahr. Also manche Leute nehmen die dann auch einfach wahr.
und sagen dann, ja, ich habe da was ganz Gruseliges gesehen. Da habe ich gesagt, ach was, das war nur mein Haushund. Also ich nehme denen einfach auch die Angst davor, gell? Das ist einfach, wenn ich zum Beispiel jemand habe, der sagt, ja, ich habe jetzt immer so Bauchweh dort an der Stelle und das ist chirurgisch abgeklärt, da ist nichts. Naja, dann hält der wahrscheinlich da irgendwas fest. Ja. Ja, und dann sage ich, naja, nimmst du ein bisschen Leinöl? Oder ich schaue halt einfach, dass mein Spirit durchpfeift, ja. Und der pfeift dann Energie durch und dann geht er halt einmal aufs Klo und dann passt es wieder, ja. Also Ja. das geht da, das sind so rein menschliche, rein, also ich versuche es möglichst pragmatisch anzuschauen. Ja. Weil wenn Ist man, es ja. mit bei dir mit ein, zwei Sitzungen oft erledigt Ja. oder kommen die Leute öfters dann? Nein, also ich versuche die möglichst nicht an mich zu binden, weil das reicht mir vollkommen. Ja. Also für mich persönlich ist es eigentlich besser, wenn sie nicht so an mich gebunden sind. Wenn sie nach ein paar Jahren nochmal kommen, wenn sie ein anderes Problem haben, okay. Ja. Oder jemanden schicken. Aber ich muss Leute überhaupt gar nicht an mich binden, gar nicht. Ja, sehe ich auch Also so. ich finde das ganz angenehm. Wenn jemand lernt bei mir, ist es okay. Dann ist er aber auch dann später in der Assistenz und arbeitet schon mit. Das ist okay, weil das mache ich total gern, dass ich die Leute mit in die Praxis nehme und dass sie wirklich mit mir gemeinsam am Klienten arbeiten. Das gibt es viel zu wenig in Europa, weil das ist zum Beispiel in asiatischen Ländern oder in Südamerika absolut normal. Ja, dass da auch zum Beispiel mehrere Kollegen miteinander wirken und jeder seine Spirits noch dazu holt und dann noch viel mehr Wirkung entfalten. Und das versuche ich auch gerade hier so ein bisschen einzubringen in unsere europäische Welt, dass die Leute das nicht mehr als Konkurrenz sehen, sondern sich miteinander zusammentun und miteinander wirken. Ja. Also Voll. wenn ich es nicht auf die Reihe bringe mit jemandem, dann frage ich einen Kollegen und dann sagen wir, okay, wir kommen zu zweit oder zu dritt und arbeiten miteinander. Ja, das geht Schön. wohl, das geht super. Ja, Ja. absolut. Ja, sehe ich auch so. Also, und ich sage auch immer, ich muss nicht jeden begleiten können. Also es Nee. entspannt mich natürlich selbst auch nochmal. Ja. Und es gibt einfach so viele tolle Leute da draußen, ja. Und ich praktiziere das ja auf Facebook genauso, das auch in meiner Gruppe Mondhütte zur Entwicklung weiblicher Spiritualität, wo ich sage, hey Leute, wenn jemand was gerne mit uns teilen möchte, in welcher Form auch immer, was du an Angeboten für uns hast, erzählst, ja. Nutze einfach das Netzwerk. Das sind Tausende von Frauen drinnen, ja, die brauchen vielleicht jetzt gerade ein Stückchen eine Unterstützung, eine Ja. Begleitung, einen Impuls oder sonst irgendwie. Ja, Genau. Ja, absolut. das sehe ich eben auch so. Und ich finde es auch total gut, wenn Leute bei mir ein bisschen was mitgenommen haben und gelernt haben und dann darüber hinaus wachsen und ich da einfach nur sagen kann, toll. Ja. Ja, ich freue mich total. Ich habe jetzt momentan habe ich einen total jungen Schüler, der ist 21. Oh, Und ist wow. Chefkoch, ja, der ist Chefkoch in einem ganz tollen Sternenlokal. Cool. Wo ich immer denke, wow, was ein Überflieger. Ich mit 21, ich war Quark im Schaufenster, ja. Und der ist wirklich der Wahnsinn. Der hat jetzt schon schamanische Arbeit drauf. Da wäre ich mit 41 drauf kommen. Ja, und der ist so in der Verbindung mit den Naturwesen. Das ist so irre. Und wenn ich das sehe, ich kann mich doch nur freuen. Ja. Es sind im Moment eh so tolle junge Leute Ja, unterwegs, finde ich. voll. Ja, es werden auch immer jüngere Leute in den Kursen. Das finde ich auch total spannend. Ja. Ich habe mich schon gefragt, liegt es daran, dass ich älter werde, dass meine Seminarteilnehmerinnen jünger werden? Keine Ich Ahnung, weiß es möglicherweise. nicht. Ja. Also ich hatte vorher, muss ich sagen, die letzten Jahre, seit ich in Österreich war, so die typische Klientel, 40, 50 Frauen, ja, in der Midlife Crisis. Vielleicht ein Mann mal dazwischen. Mittlerweile sind es viele Paare. Und wirklich mehr Schön. Paare Voll und schön. auch junge Männer, die mitmachen, einzelne. Und es ist eigentlich 50-50. Ich finde es super spannend. Zumal ich natürlich mit meinem Mann gemeinsam arbeite. Das darf ich nicht vergessen, gell? Ja, genau. Wir arbeiten ja halt zusammen oft. Und obwohl er eine ganz andere Ebene, er macht eben auch eher Körpertherapie. Und hat es halt gelernt, er ist von Natur aus Beundelrichter, sage ich immer. Also der kann, ja, jetzt vom Großvater und von der Familie geerbte Veranlagung. Was macht er da? Ist er so Heile Hände, also der wie tut ein den Händen Wender? Energien, ja, der tut mit den Händen Energien leiten. Das kann der einfach. Und das ist so Natur. Und hat natürlich dann dazugelernt auch, ne, macht Shiatsu und solche Sachen auch. Aber er wendet im Prinzip überhaupt gar keine Technik an. Ja, er konnte es einfach. Das ist Ja. so. Es gibt so Leute, die haben so ein Naturtalent und
ich hatte hier einen Spezialisten, der wirklich alle möglichen Techniken, Tuina, Shiatsu, alles Mögliche macht. Und der hat meinen Mann angeschaut, hat gesagt, ich weiß zwar nicht, was du da machst, aber es ist geil. So, es ist, ja, das ist halt genial. Und die Kombination ist halt toll, weil er natürlich dann, auch wenn wir zum Beispiel bei den Natives wieder lernen, hat er einen ganz anderen Lehrer als ich, der ihm aber all sein Wissen auch überträgt. So, und er ist im Prinzip, obwohl er schon 60 ist, ist er der Erbe von diesem Wissen. Und darf das dann nachher auch weitergeben. Und der hat viel Körperheilarbeit auch. Also auch schamanische Körperheilarbeit. Ne? Das ist voll spannend. Sehr interessant. Also er kann mit seinen Geistern direkt an den Körperteil rangehen und dort die Energie reinhauen und dann bumm. Ja? Er macht das ganz anders, hat einen ganz anderen Herangehensweg und es funktioniert genauso. Und es zieht aber auch wieder Männer in die Kurse. Voll. Das ist super, weil er hat einfach wirklich so absolut männliche Energie. Ne? Ja. Ja, das ist spannend, dass du das sagst, weil es gibt immer wieder mal vereinzelt Männer, die zu mir kommen und sagen, Bettina, könntest du nicht mal einen Männerkreis machen? Und ich sage dann immer, nee. Ich bin ein Mädchen, nicht? Ja, also, nee, das kann nur ein Mann machen. Das, genau. Das müssen Männer machen und es können dann auch mal gemischte Kreise sein und das ist alles wunderbar. Aber es ist so wichtig, dass Männer in ihren Männerkreis gehen. Weil sie der meine hat sowas früher gemacht in Oberösterreich. In der Nähe von Freistadt hat er früher gewohnt und hat so Männerkreise gemacht und Männerschwitzhütten gemacht. Er hat gesagt, da sind die Bauern gekommen von den Nachbarhöfen. Das war nur geil. Cool. Ja, war wirklich super. Ja, also ganz normale, in Anführungsstrichen, Menschen, die sich aber angezogen gefühlt haben. Und er hat das jetzt auch nicht so wie wir wahrscheinlich gemacht, sondern eher pragmatisch, ja, schwitzen. Männer zusammensitzen, nicht viel reden. Ja. Aber es tut denen gut. Und ich sehe halt auch bei meinen Buben, die sind ja, der eine ist schon erwachsen, der andere ist jetzt erst 12 und ich sehe, wie ihnen das gut tut. Ja, die haben eine Orientierung und das fehlt total, ne? Die männliche Orientierung heutzutage. Ja. Also die meisten Männer leben ihr Mannsein nicht. Ja. Also viele leben, manche Gott sei Dank schon, aber viele leben ihren Mann in sich nicht, sondern versuchen sich an die Frau anzupassen. Ja. Warum auch immer. Und es ist halt gut, wenn die eine Orientierung haben. Ja, also das heißt, wenn sie sehen, man kann total liebevoll und offen und freundlich sein, aber auch absolut klar. Ja. Ich meine, das fehlt uns ja auch manchmal. Ja. Also mir tut es auch total gut zu sehen, hey, ich kann total freundlich sagen, lass mir in Ruhe. Ja, schleich die. So, super freundlich, ja. Ich will dich in meinem Lebensraum nicht sehen. Ja, das geht. Und ich kann das so freundlich sagen, dass der das sofort versteht, ja, und sofort geht. Ja, und so gut und so wichtig ist das. Ja, voll. Ja, und das hat nichts damit, geht so gut. Ja, und das hat nichts damit zu tun, dass es an unserer Basis rüttelt. Unsere Liebe bleibt ja deswegen gleich. Die wird sogar besser. Weil sie steigt sogar, indem man klar ist. Ja. Und Liebe hat nicht nur mit Ja sagen und freundlich sein zu tun, ganz sicher nicht. Also wenn ich meine Kinder anschaue, die haben die Grenzen aber absolut genauso eingefordert wie die Streicheleinheiten. Ja. Gell? Und ich habe starke Kinder, die waren wirklich teilweise sehr herausfordernd. Und wo ich dann denke, ja, wenn die mich nicht gehabt hätten, die wären verzweifelt. Weil hätten die jetzt so eine Mama gehabt, die so super grenzenlos wäre und alles erlaubt hätte und dann verzweifelt wäre, weil das Kind nur durchtrat, es wäre nicht gut gewesen. Ich glaube, also das hilft total, die Orientierung zu halten. Und Liebe, der Ausdruck von Liebe ist nicht nur Freundlichkeit. Ganz sicher nicht. Absolut. Ja. Ja. Sehe ich auch so. Also alles braucht irgendwo seinen Rahmen, in welcher Form auch immer. Und darin seine Klarheit. Und in dem Rahmen ist alles möglich. Ja. Alles. Ja? Also weil selbst die Natur hat seinen Rahmen. Ja. In seiner Art und Weise wächst es so, wie es halt immer schon gewachsen ist. Und es wird nächstes Jahr genauso in der gleichen Form wieder wachsen. Mm. Weil aus einem Gänseblümchen wird dann kein Löwenzahn wachsen oder sonst irgendwas. Geht nicht. Nee. Na, also genau, in dem eigenen Rahmen einfach geschützt wachsen. Das ist einfach gut. Ja, voll. Ich sehe, Susanne, wir könnten noch weiter plaudern, gell? Aber wir sollten jetzt langsam zum Ende kommen unseres heutigen Gesprächs. Vielleicht treffen wir uns ja mal dann gerne. Im anderen Gespräch wieder. Sehr gerne. Ich möchte gerne den
Ja, voll, gerne. Ich möchte gerne den Abschluss noch mal so ein bisschen zu dir rüberbringen und so mit der Frage, wenn jetzt jemand da sitzt und sich das so anhört und sich denkt, wow, die Susanne, die spricht mich total an. Naturschamanismus, das Alpenschamanismus, das möchte ich näher tiefer kennenlernen. Magst du mal erzählen, wie kann man Kontakt mit dir aufnehmen? Naja, ich habe eine ganz normale Website, naturheilt.at, also zusammengeschrieben. Ich habe halt auch diverse Sachen jetzt schon veröffentlicht. Bin jetzt, das zweite Buch kommt jetzt da in 3 Wochen, glaube ich, Cool. raus. Ja, da geht es um meine Reisen in den Himalaya. Und das erste Buch, da habe ich reingeschrieben über Rituale, ganz viele Praxisanleitungen, wie man sich praktisch mit Naturwesen und Natur verbinden kann. Also es sind im Prinzip fast ausschließlich Ritualanleitungen drin. Das ist ein kleines Praxisbuch. Damit habe ich angefangen einmal Für vor ein paar schön. Jahren. Ja, Kurse machen wir auch. Das mache ich zusammen mit meinem Mann. Er hat eher so den Wildnispädagogik-Teil und Naturverbindungsteil und ich eben den schamanistischen Teil. Und das wirkt ganz gut miteinander. Ja, wir sind momentan dieses Jahr ausschließlich auf dem Biohof Linden. Da findet man uns dieses Jahr, 4 Kurse haben wir dort. Und ab dem nächsten Jahr bieten wir wieder eine Ausbildung an. Da können Leute dann wirklich 2 Jahre intensiv lernen Cool. und ja, weiter in den Bereich gehen. Das heißt nicht, dass man dann Schamane wird, aber man kann diese Ja. Methoden sehr gut auch für andere Bereiche nutzen. Ja. Ja. Also habe ich so festgestellt, dass viele auch Therapeuten das machen, um einfach dann hinterher in ihrer Praxis andere Bereiche auch mit abzuchecken bei Klienten und auch dort vielleicht einmal reinzuschauen, wenigstens, ja. Toll. Ich sehe das auch immer so und ich sage das auch immer den Frauen, die bei mir in der Ausbildung sind. Wir arbeiten mit schamanischen Techniken, ja, aber wir sind keine Schamanen. Das ist ganz, ganz wichtig. Wir Ja, das wird bezeichnen dann uns nicht als sicherlich nicht Schamanen. jeder. Genau, das ist ganz wichtig, weil das kriegt man tatsächlich über die Berufung dann. Ja. Und wenn man natürlich sowieso schon berufen ist, ist es natürlich genial, wenn man dann jemanden findet, der einen so umfassend dann nachher ausbildet. Ja. Gibt es nicht so viel in Europa. Ja. Ja, gibt es echt nicht so viel. Also ich bin echt weit gereist, weil ich habe in Europa ganz viel geschaut und nicht das gefunden, was ich gesucht habe für mich. Und bin dann wirklich in die fernen Länder gereist, um diese klare Struktur zu finden in der Ausbildung auch. Ja. Also um ganz genau zu wissen, wen spreche ich an, mit welchem Text und was kommt dabei raus. So diese ganz klaren Dinge. Und da bin ich wirklich auch sehr strukturiert, Gott sei Dank, muss ich sagen. Also wenn ich sonst teilweise wirklich der kreative Chaot bin, in der Arbeit bin ich sowas von akribisch strukturiert teilweise. Ja, spannend, gell? Ja. Aber da brauche ich das auch. Es ist tatsächlich in dem Moment auch notwendig, weil wenn ich da falsch, also für mich jetzt selber was falsch mache, dann geht es mir hinterher nicht gut. Ja. Das ist, ne? Also, ja. Ja, liebe Ich Susanna, ich danke dir vielmals für dieses wundervolle danke. Gespräch, für diesen Raum, für diesen Space, den wir gemeinsam hier Ja, ich gehalten danke für haben. die Einladung. War sehr freundlich und sehr nett. Fand Ja, ich total angenehm auch. Sehr angenehm. das ist das, was wir vermitteln wollen hier. Ja, für alle Ja. Zuseher da draußen, ja, dass auch der Heilweg, ja, etwas sehr Positives und etwas sehr Inspirierendes sein kann. Und viele von uns, du, so wie ich und viele andere Menschen da draußen, das Krisen gehören zum Leben dazu. Es wünscht sich Ja. natürlich keiner, aber in Wirklichkeit steckt in jeder Krise auch ein riesengroßes Potenzial an Möglichkeiten, sich selbst neu zu erkunden, sich neu oder vielleicht wieder selbst zu finden, als die oder der man eigentlich in Wahrheit eh schon immer war und dann halt Ja. einfach über all die Jahre gewisse Dinge sich drüber gelegt haben. Ja, genau. Die In diesem, alten Konditionierungen auf ja. Seiten zu tun, ja, genau. Ja, es nimmt halt so diese ganzen komischen Schleier runter, ne? Ja, voll. Ist schön. Ja, voll. Sind wir uns voll einig. Ja, super. Ihr Lieben da draußen. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß gehabt beim Zuhören. Schaut mal bei der Susanne auf ihre Homepage rüber. Lasst euch inspirieren von ihrer tollen Arbeit. Und in diesem Sinne wünsche ich dir noch einen wunderschönen Tag. Schön, dass es Danke ging. gleichfalls. Vielen Danke, Dank. Susanne. Dankeschön. Tschüss.